Nächste Frage. Lieblingszitat, Lieblingsessen, Lieblingsfarbe. Das sind ja gleich drei Fragen, das gilt halt nicht. Ich muss mal was trinken, ich quatsch mich gerade fest. Lieblingszitat. Ich habe mit Sicherheit eins, aber das vergesse ich gerade komplett. Nicht aufgeben. Ja, es klingt zwar dumm, aber das ist halt so die drei Neujahrsvorsätze, die ich mir immer mit Miso mache. Nicht aufgeben, keine Scheiße bauen, nicht durchdrehen. Und das sind so die drei Sachen, die halt immer extrem wichtig sind. Aber am allerwichtigsten ist halt nicht aufgeben. Nicht aufgeben, nicht aufgeben, nicht aufgeben. Und natürlich, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ist auch so ein abgedroschener Klischee-Soap-Opera-Spruch. Aber er ist wahr. Er ist wirklich wahr. Also alles, was dich nicht umbringt, macht dich stärker fürs spätere Leben. Und das ist wirklich so. Man reift mit seinen Fehlern, mit seinen Niederlagen. Ich meine, es ist schön, wenn man irgendwas richtig macht. Wenn man irgendwas gut gemacht hat, oder irgendwas perfekt gemacht hat, wenn man irgendwas hinkriegt. Aber daran wächst man nicht. Man genießt das Lob für eine kurze Zeit, aber das war's dann auch. Davon hat man nichts. Aber wenn man Fehler macht, wenn man stolpert, wenn man eine Niederlage erleidet, wenn man irgendwie scheitert, dann lernt man daraus. Dann weiß man, wie man es das nächste Mal nicht mehr macht. Und dann lernt man auch, mit der Niederlage umzugehen. Also die psychisch zu verarbeiten, und das festigt einen. Und das ist halt das Wichtige an der Sache. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker und gib niemals auf. Das sind halt so zwei Sachen, die ich jedem sofort mit auf den Weg geben würde und die verdammt wichtig sind. Auch wenn es nach leeren, abgedroschenen Sprüchen klingt, aber die sind tatsächlich wirklich richtig wichtig. Wovon ich niemals gedacht hätte, dass ich das mal sagen würde, aber die sind es wirklich. Ach ja, Lieblingsessen. Italienisch. Ich mag sehr gerne italienisches Essen. Also vor allem überbackene Sachen, so Lasagne. Oder halt Nudeln und Tomatensauce, wo dann noch eine Schicht Käse drüber ist und die überbacken ist. Pizza mag ich sehr gerne. Ja, solche Sachen halt. Ich überlege nur gerade, ob es nicht noch was anderes gibt, das ich gerne esse. Ja, also ich denke mal italienisch. Was ich auch gerne esse... Ja, nee, das kann man nicht wirklich dazu zählen. Ja, nee, italienisch ist schon. Also auch zum Beispiel solche Sachen wie Caprese esse ich auch ganz gerne. Gehört ja auch alles irgendwie mit dazu. Ja. Lieblingsfarbe. Wieso wird man immer nach der Lieblingsfarbe gefragt? Ich habe drei Lieblingsfarben. Rot, Pink, Weiß. Merkt euch das. Rot, weil... Rot ist so ein bisschen die Farbe von Weihnachten und ich liebe Weihnachten. Und Rot ist halt eine sehr kräftige Farbe, eine sehr kraftvolle Farbe, was das Gleiche ist. Weiß, weil der Schnee ist weiß. Und Weiß ist halt so ein bisschen die Unschuld. Und ja, also Weiß ist so eine liebe und nette Farbe und halt so ein bisschen ein Tabula Rasa. Ein Blatt Papier ist auch weiß und du musst eben versuchen, aus dem Blatt Papier irgendwas zu machen. Und deswegen mag ich Weiß eben sehr gerne. Und das ist halt eine Farbe, die total schön strahlt. Nicht vom Uran. Und Pink, weil Pink ist immer so ein bisschen so verschrien als die Mädchen-Tussi-Farbe. Und Pink macht das aber nichts aus. Pink ist halt Pink und Pink stellt sich hin und sagt, hey, ich bin Pink und es ist mir scheißegal, was ihr über mich denkt. Und deswegen mag ich Pink. Und ja, also das sind meine drei Lieblingsfarben. So. Und wenn man die alle zusammen macht, weißt du, Rot, Pink und Weiß, hast du eine Erdbeertörtchen. Das ist eine schöne Frage. Was denkst du über RTL?
Oh je, muss ich jetzt den YouTuber-Krieg gegen RTL weiterführen? RTL ist Bullshit. Ja, das ist, denkt sich jetzt bestimmt jeder, oh, ah, was? RTL ist Bullshit. Kompletter Bullshit. Von oben bis unten Bullshit. Bullshit mit Bullshit und in einer Bullshit-Füllung auf einem Bullshit-Bett mit Bullshit-Soße. Ende. Nee, also es ist einfach nur Ausnutzen vom dummen Volk. Mach aus Scheiße Geld. Bullshit. Das ist RTL. Und etwas, mit dem ich nichts mehr zu tun haben will. Wobei ich aber auch sagen muss, dass RTL einfach nur die Vorreiter sind. Also solche Sachen wie Sat.1 und ProSieben und also eigentlich alle privaten Sender und eigentlich mittlerweile schon die öffentlichen rechtlichen, die machen das schon so ein bisschen nach. So ein bisschen Volk verarschen, Volk verdummen, nur Zeug erzählen, was die gut finden und Meinungsmache auf hohem Niveau und nur so ein Scheiß. Also mit Objektivität hat das überhaupt nichts mehr zu tun, mit Fairness schon gar nicht. RTL ist Bullshit. Mit Bullshit-Soße. Okay, die Diskussion rolle ich jetzt nicht nochmal auf. Wie spät haben wir es denn? Oh, ich glaube, wir müssen dann. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage und dann müssen wir langsam aufhören, weil ich rede schon wieder ganz schön lange. Gibt es von Force Instance Merchandise Sachen, so Poster, Postkarten, Buttons und so weiter und wo kann man die kaufen? Ja, gibt es. Es gibt jede Menge. Also ich habe auch gerade jetzt wieder ein bisschen was produziert. Also neue Sachen, nicht die, die ich schon habe. Also ich habe zum Beispiel, also Postkarten und Buttons habe ich leider nicht. Aber ich habe Poster. Ich habe, was habe ich noch, Lesezeichen. Sticker habe ich jetzt produzieren lassen. T-Shirts habe ich jetzt auch. Endlich, endlich. Ich habe ein News-Notizbuch produzieren lassen. Frag mich echt, ob das jemand kauft. Würde mich mal interessieren. Also das wirklich kann man auch gerne als Conan verwenden. Ist halt echt ein Notizbuch. Mit ein bisschen Gekröse auf jeder Seite, aber halt noch so, dass man eben was reinschreiben oder was reinzeichnen kann. Das ist halt ein ganz normales Notizbuch, aber eben im Force Instance Style. Und das Witzige ist halt, Njo benutzt eben dasselbe, also im Manga. Deswegen habe ich halt gedacht, so als Merchandise-Produkt aus dem Manga wäre das ganz cool. Handy-Anhänger habe ich jetzt gemacht. Ganz, ganz viele in Eigenregie. Ja, Geschenkanhänger habe ich noch ein paar. Die meisten sind eigentlich schon weg, also. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob ich die noch nachproduziere. Ich glaube eher nicht. Also wenn jemand noch welche haben will, dann ist jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt. Ansonsten sind sie weg. Ja. So. Und wo kann man sie kaufen? Die kann man kaufen. Also entweder online. Da müsst ihr auf die Homepage mal gucken. Da gibt es direkt eine Bestellseite, wo man die kaufen kann. Oder halt auf einer Convention. Auf der Homepage stehen auch die Tourdaten. Ich kann sie ja mal fix raussuchen. Wo ist meine Homepage? Da ist sie. Hallo? Hallo? Conventions. Ja, da stehen meine ganzen Tourdaten drin. Also ich bin demnächst auf der Dedeco. Die ist vom 13. bis 15. Februar. Ich werde aber freitags, werde ich nur in Zivil da sein. Ich werde nur am 14. und 15. verkaufen. Auf der Buchmesse bin ich natürlich auch wieder. Aber da weiß ich nicht, ob ich verkaufen kann. Keine Ahnung. Da muss ich nochmal gucken. Animuk bin ich. 10. bis 12. April, da bin ich dann die ganze Zeit. Ist in Fürstenfeldbruck, das ist in der Nähe von München. Konichi weiß ich noch nicht, würde ich gerne, aber die Stände werden ja verlost. Also da habe ich keine Ahnung. Es wird dann das Los entscheiden, ob ich hinkommen kann oder nicht. Ich würde natürlich gerne. Und ich bin dieses Jahr noch auf der MMC in Berlin. Und da bin ich aber auch fest drin. Also da könnt ihr gerne hinkommen und den ganzen Kram, den ich so habe, kaufen. Den Manga-Band natürlich auch. Und das Artbook. Und was auch immer ich bis dahin dann noch haben werde. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich dann noch ein paar neue T-Shirts produziert oder.
Also, es ist auch nicht so, dass ich das alles von mir aus mache. Ihr könnt immer Vorschläge machen, was ihr euch gerne wünscht, was ihr gerne haben würdet. Ich richte mich da auch nach euch. Also, wenn ihr sagt, wir wollen jetzt ganz dringend unbedingt Buttons haben oder wir wollen jetzt ganz dringend unbedingt Klositze haben von Force Instance, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Und ja, schauen wir mal, was draus wird. Jeder von euch kann da so ein bisschen sagen, was ihm gefällt und was er gerne haben möchte. Aber es muss natürlich auch in einem bezahlbaren, also für mich bezahlbaren Rahmen sein. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt einen Space Shuttle haben, das kann ich euch natürlich nicht geben. Ha. Gut. Und ja, wir sind jetzt, oh, wir sind sehr pünktlich, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut. Und ihr könnt gerne weiter Fragen in die Kommentare schreiben oder eine Mail schreiben an hasi@gmx.net. Falls ihr noch Fragen habt, falls ihr gerne noch irgendwas wissen möchtet, falls ich noch mal was erklären soll oder falls ich über irgendwas mal reden soll. Und ja, bewundert das Bild, das ich hier gemacht habe. Link ist auch noch mal dazu in der Videobeschreibung. Und ihr könnt ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt, wenn ich hier so rumlabere. Weil ich habe keine Ahnung, wie gut das ankommt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich setze mich nur hin und labere irgendeinen Scheiß und kann nicht moderieren und versuche nur irgendwie meine Meinung an den Mann zu bringen, was jetzt nicht gerade das Schlauste ist. Ja, aber sagt ruhig mal. Wenn ihr das scheiße findet, dann werde ich demnächst einfach wieder ganz normale Let's Plays machen. Ja, das war's dann soweit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.